Nächster Redner ist Alexander Hoffmann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ich spreche fürs ganze Haus hier, wenn ich sage, dass uns selbstverständlich die Bilder, die wir aus dem Mittelmeer sehen, nicht loslassen. Ich spreche in meinem Wahlkreis oft mit Grundschülern und selbst die Grundschüler berichten von den Bildern, die sie sehen, von ertrunkenen Menschen, von ertrunkenen Kindern. Ich will Ihnen aber von der Opposition schon sagen, ich empfinde es auch an einem Tag wie heute ein Stück weit schon fast unredlich, wenn Sie auch bei dieser Debatte wieder dieses Zerrbild skizzieren. Das Zerrbild von zwei Lagern. Da ist das eine Lager, da sind Sie drin, das sind die Guten. Das sind diejenigen, die die ganze Zeit unentwegt Vorschläge unterbreiten, wie man das Massensterben im Mittelmeer unterbinden kann. Und im anderen Lager, das sind die Unmenschen, da sitzt selbstverständlich dann auch die Bundesregierung drin. Das sind diejenigen, die für Abschottungspolitik stehen, nach Ihrer Einschätzung. Und diejenigen, die dann, so ist es heute auch wieder gesagt worden, Frau Jelke, die Schuld oder die Mitschuld daran tragen. Und Sie münden dann ein in Ihrem Vorschlag, dass wir mit sicheren Einreisewegen von Nordafrika nach Europa und mit einer weiteren Agitation von Frontex bis an die libysche Küste, und das ist dann Ihre Quintessenz, das Sterben im Mittelmeer werden verhindern können. Und ich sage Ihnen, das hört sich einfach an, aber so einfach, wie es sich anhört, so naiv ist es auch. Denn Sie haben in beiden Reden zu diesem Thema zwei große Realitäten ausgeblendet. Die erste Realität ist, dass heute schon in Afrika 15 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Es gibt Schätzungen, wonach 50 Millionen Menschen aus Afrika nach Europa wollen. Und die zweite, fast tragische Erkenntnis ist, dass das größte Flüchtlingsgrab nicht das Mittelmeer ist, sondern vermutlich die Sahara. Es gibt Schätzungen, dass dort womöglich schon bis zu 1 Million Flüchtlinge ums Leben gekommen sind. Menschen, die getötet wurden, die verdurstet sind, verhungert. Dort werden Kinder verschleppt und Frauen vergewaltigt. Und wenn Sie sich mal konkret mit der Situation in Agadez auseinandersetzen, eine Stadt in Niger, die Hauptstadt der gleichnamigen Region, und sie liegt genau an der Route von Westafrika nach Libyen und ist der Ausgangspunkt für Fahrten in die Wüste, dann beschäftigt es, oder es muss einen beschäftigen, wenn man dann mitbekommt, dass dort im letzten Jahr täglich teilweise bis zu 15.000 Flüchtlinge durchgeschleust wurden. Dort ist Schleuser, Transport von Flüchtlingen, ist ein großer Wirtschaftszweig und alles, was drumherum gehört. Und Menschen, die es dann geschafft haben, nach Libyen zu kommen oder nach Ägypten, die berichten von Leichen am Wegesrand. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was passiert, wenn wir legale Einreisewege von Nordafrika etablieren, dann wage ich die Behauptung, dass wir Gefahr laufen, dass wir in Agadez nicht mehr Tausende haben, sondern Zehntausende. Und dass wir in der Sahara nicht mehr Zehntausende haben, sondern Hunderttausende. Und ähnliche Erfahrungen haben wir ja mit Ihrem zweiten Vorschlag gemacht. Es gab ja schon den Versuch, diverse Mittelmeeroperationen weiter in den Mittelmeerraum hinein agieren zu lassen. Und die Erkenntnis, würde ich sagen, die war ja eher ernüchternd. Was ist passiert? Schleuserbanden haben Flüchtlingsboote noch viel voller gepackt. Sie haben noch viel jämmerlichere Nussschalen, möchte man fast sagen, genommen, haben die Menschen aufs Mittelmeer rausgeschickt und haben gesagt, ihr werdet ja jetzt früher rausgefischt, bitte nicht falsch verstehen. Und deswegen glaube ich, dass wir bei allem, was wir tun, uns natürlich schon auch einmal die Frage stellen müssen, schaffen wir damit nicht falsche Anreize? Und das ist letztendlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, auch das, wo Sie am Schluss unkomplett agieren und letztendlich nur auf das Mittelmeer gucken. Wenn wir nämlich über Anreize reden, dann müssen wir auch darüber reden, warum wir heute im Bundesrat nach wie vor über die sicheren Herkunftsländer diskutieren. Solange diese Länder nicht als sichere Herkunftsländer deklariert sind, solange nicht das klare Signal
ausgesandt wird. Ihr müsst euch nicht auf den Weg nach Europa machen, ihr müsst euch nicht auf den Weg auf diese gefährliche Reise machen. Solange werden sich auch aus diesen Ländern Menschen auf diesen lebensgefährlichen Weg machen. Und deswegen müssen Sie sich an dieser Stelle auch die Frage der Mitverantwortung stellen. Meine Damen, meine Herren, die Aufgabe ist viel umfassender, als dass wir nur auf das Mittelmeer gucken. Ich bin dem Kollegen Frey sehr dankbar, dass er sehr umfassend beleuchtet hat, was wir machen müssen, um die Situation vor Ort zu verbessern. Denn eines ist sicher, unsere humanitäre Verantwortung, die endet nicht an unseren EU-Außengrenzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die